Hier ist mein Pfeffer, herzlich willkommen zu den allerneuesten, spannenden und politisch angehauchten Sendung für einmal, was wir noch nie gemacht haben. Politisch engagiert ist unser Marc Jäcki. Er ist freier Gemeinderat in der politischen Gemeinde und vor allem in der Kirchengemeinde Eglisau. Herzlich willkommen, Danke vielmals. So arg ist es natürlich nicht. Jetzt erst einmal zum Wohl, Peter, bevor wir zu unserer Wetterfrage kommen. Genau, da kann ich mir auch letztes Mal waren wir ja am Oktoberfest gewesen. Heute geht es ein bisschen gesittet dazu und her. Wir verstehen wieder, was wir sagen. Aber es war ein guter Abend gewesen. Und vor allem, was mir interessant denkt, wir haben ja wirklich auch ein bisschen mitbechert. Sie sind dann ins Auto gestiegen, haben ein Testblase gemacht, nicht wie ihr denkt, sondern in so ein Blasgerät. Er hat bei erhöhtem Alkoholkonsum 0,18 Promille und ich 0,4 Promille. Beide hätten noch ein Auto fahren können, aber wir sind mit dem Zug heim. So sind wir. Prost miteinander. Also, das hat mir den Verdacht ein bisschen genährt, dass man wahrscheinlich mehr verleiden will, als man uns immer sagt, dass es mal verleiden. Aber das Problem ist, lieber Marc, schränkt ein, don't drink and drive, just drink. Kommen wir zu der Wetterfrage. Wir müssen jetzt sagen, und was wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, das vergessen die meisten, wenn sie ins Auto hocken und zu viel Wein müssen sie gebissen. Nein, wenn wir leicht erhöhten Alkoholpegel hat, selbst 0,1 oder 0,2 Promille, wenn du einen Unfall hat, ja, dann bist du dran. Dann bist du von der Versicherung her einfach dran. Also, man sollte nicht trinken und fahren. Einfach Null-Toleranz. Macht es so wie wir, geht mit der überteuerten SBB heim. Es ist zwar etwas teurer, aber man ist sicher. Aber wir haben auch schwätzen können. Wir können schwätzen und diskutieren, philosophieren. Wir haben Wetterfragen bekommen, Peter. Da ist unser Wetterhirsch. Der Lorenzo beschäftigt sich. Das ist nicht der, der die Frage stellt hat. Das ist der Emilio hat die Frage an Lorenzo. Emilio, wahrscheinlich, weil die auch ein ähnlich südländischen Namen haben, interessiert mich das besonders. Aber es war nicht der einzige, der Emilio. Viele haben uns geschrieben, wegen dem Lorenzo, der beschäftigt. Das ist ein Sturm, der da auf die Azoren zusteuert oder die schon bereits getroffen hat. Oder je nachdem, wie ihr die Sendung schaut, ist die Situation schon vielleicht wieder ein bisschen entspannt. Aber das scheint ein bisschen ein Novum zu sein, der Sturm. Ja, es ist ein Novum. Und liebe Emilio und alle anderen, wirklich die vielen, die sich interessiert haben wegen dem Sturm, ist natürlich eine wichtige Geschichte, weil es ist der nördlichste und der östlichste Kategorie 5 Hurricane, den man je als Satelliten hat, registriert hat. Das ist seit den 60er Jahren, wo man das anfängt aufzuzeichnen. Vorher hat man es nicht ganz messen, hat man nicht gecheckt, wie stark ein Hurricane war da im Atlantikus. Aber es ist doch wieder mal ein neuer Rekord. Und das ist erwähnenswert, dass er jetzt die Azoren getroffen hat und dass er Richtung Irland rauffetzt, das ist auch klar. Übrigens darf man nicht sagen, es ist ein Hurricane, der Richtung Irland zieht, sondern es ist ein außertropisches Sturmtief, das jetzt da raufzieht Richtung Irland und dort auch für gehörig Wind sorgt und die ganzen Leute, die Tiere, ein bisschen durcheinander schüttelt. Und die trinken sie gerne ein Bier, also ein bisschen das Bier aus dem Becher rauswindet. Aber nachher geht das rein in die Westen. Also es ist eigentlich nachher gegessen grundsätzlich. Aber der Peter Greta Versteher Wick, das hat natürlich sicher mit der Klimaerwärmung etwas zu tun. Ich bin nicht ein Greta-Versteher, erst übrigens, gell. Müssen wir vielleicht noch mal diskutieren. Haben wir einen grossen Streit gehabt bei Hirsch mit Pfeffer, wenn wir es geschaut haben. Wie gesagt, grundsätzlich ist es so, dass wir den Hurricane hatten. Und der Hurricane, der hat sich, wie gesagt, rekordverdächtig entwickelt, hat sich abgeschwächt. Aber es wird doch schon vermutet, dass der Atlantik, der hat relativ hohe Temperatur gehabt das Jahr, bis weit in den Norden rauf. Und dass man natürlich entsprechend aufgrund von dem Potenzial, von diesen höheren Wassertemperaturen, die Möglichkeit gehabt, überhaupt einen Hurricane herzustellen, der Petrus und seine Konsorten. Und das würde dann wieder darauf hindeuten, dass natürlich die höheren Wassertemperaturen, höhere Temperaturen, alles mit dem Klimawandel, mit dem Global Warming natürlich zu tun hat. Sehr gut. Ich hoffe, deine Frage, Emilio, beantwortet. Auch all die anderen, die sich interessiert für einen Lorenzo. Darf ich etwas sagen? Du willst noch etwas nachfügen, selbstverständlich. Der Mann, der Finger und du, wo die Medienbranche schaffst, oder? Ja. Ihr Medienleute haben wieder einmal völlig übers Ziel rausgeschossen, weil sie gesagt haben, es ist der Hurricane, der Europa betrifft. Da muss ich einfach wieder mal. Die Azoren gehören zwar politisch zu Europa, geografisch zu Afrika, aber sie sind natürlich ein Teil von Portugal. Portugal, also weiss gut, doch jeder. Aber
der Hurrikan und dann überhaupt ein außertropischer Sturmtief, das hat überhaupt keine Effekte auf Portugal, kommt nicht in die Schweiz, nicht auf Deutschland, wir werden nicht abgemacht. Also ganz ruhig. Und die Enten wieder einmal von diesen Medien regen mich wirklich massiv auf. Wirklich wieder no. Ich habe auch schnell eine Klammer bemerkt dazu. Ja. Also einfach schade. Es tut mir also, leid. Nein, Medien, für das ihr das seht, wie wir böse Medien funktionieren. Mhm. Wir haben Zulieferanten. Das sind die sogenannten Wetterbüro. Zum Beispiel Meteo-News, kommt mir jetzt spontan in Sinn, ist so ein Wetterbüro, dort sind Meteorologen. Die beliefern einem mit Informationen. Und wir geben dann einfach die Informationen von diesen Meteorologen weiter. Ja, und was die natürlich zuspitzen, schon bereits. Nein, das Problem ist, die natürlich mit roten E-Mails kommen, ausrufen, und hochgradige Warnungen, Warnstufe 16'000, dann ist logisch, dass wir das Gefühl haben, wir müssen es ein bisschen grösser fahren. Aber es sind auch wieder die bösen Medien, ja, das ist immer das Gleiche. Aber eigentlich die Lieferanten. Wir machen ja so einen Text. Es war eine Medienmitteilung wegen dem Hurrikan, der wirklich erwähnenswert ist, weil ein Rekord-Hurrikan war, definitiv. Aber was trinken wir eigentlich heute? Oftmals, nicht reinschwätzen, man hat oftmals so eine Schlagzeile, wenn man die würde lesen, und ein bisschen detailliert lesen, nicht einfach nur etwas plaudern, dann hätte man das gut vermitteln können. Nein, Radio 1 hat das hervorragend gemacht. Notabene, seriös, wie hervorragend. Immer, schön. Andere Medien haben es also wirklich schlecht gemacht. Also, aber kann man die Warnung geben, in dem Fall mit dem Lorenzo. Lorenzo. Sehr ein gutes Wetterbüro uns dazu liefert. Also genau. Lorenzo wird nicht so gefährlich, nein, wird nicht so heiß. Nein, er ist natürlich für die Azoren schon brutal gewesen und für Tiere wird es auch ungemütlich, aber es ist nicht so, dass man jetzt natürlich verheerende Schäden hat. Wie sagt der typisch Schweizer, die Azoren sind weiter weg. Was geht das uns an? Das Azoren hoch. Hat einen Einfluss auf unsere Wetterlage. Ja, das Azoren hoch ist nicht immer das, was wir im Sommer für schönes Wetter wollen. Aber vergessen wir es. Also sehr gut. Gut, nächstes Thema. Wir haben ein spannendes Thema heute mal wieder. Wieder das von unserer Qualitätssendung erwartet. Ist natürlich ein Thema mit Tiefgang, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, mit einer Prise, kann man schon sagen, Staatskund. Da ist Hirsch und jetzt. 20. Oktober, National- und Ständeratswahlen. Da wollen wir nicht hinten anstehen mit unserem Politformat, kann man schon so sagen. Mit einer Spur Satire hat es drin, aber es ist eigentlich wirklich ein knallhart journalistisches Politformat, das wir da hier erst mit Pfeffer für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Wahlen, da frage ich natürlich jetzt gerade völlig überraschend, Peter, was wählst du? Und sage ich völlig überraschend, solange ich in den Medien bin, sage ich nicht, was ich wähle. Und ich finde es natürlich immer schwieriger. Also man kann sich jetzt mal vorstellen, ich bin Arbeitgeber, nenne mich auch Unternehmer, arbeite in der Klima- und Wetterbranche. Es gibt natürlich dann schon gewisse Indizien, dass man könnte gewisse politische Richtungen wählen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem die grüne Welle fängt man schon ein bisschen überhand nehmen. Ich finde es schon ein bisschen Mainstream. Ich finde es schon ein bisschen plakativ zum Teil, was da geschwätzt wird, ehrlich gesagt. Ich finde die grüne Liberale, für mich eigentlich wäre es okay. Ich habe schon gewusst, du willst die grüne liberale Spur. Ich finde, die SVP hat in gewissen Sachen auch recht und die SP geht auch. Ich bin eben Peter lässt alle Listen runter. Ja, das Problem ist, ich bin eher so ein bisschen ein Themenwähler. Also ich wähle eher so ein Thema wählen und dann eine politische Richtung rein, wenn ich wähle. Aber so einen Grundsatz, also wenn, eben unternehmermässig grün-liberal FDP, das würde so das sein, was ich jetzt wähle. Das ist das erste Mal, dass ich das medial bekannt mache. Unglaublich. Vielleicht können wir noch einen Hinweis geben zu deinem Wahlverhalten. Einfach, dann können die Leute ein bisschen weiter knobeln. Wir haben ja vorher die Wahlunterlagen da hier ein bisschen zeigen und präsentieren, dort all die Listen. Dort. Und dort haben wir gemerkt, dass die Liste der Schweizer Demokraten fehlt schon bereits. Vielleicht gibt es einen kleinen Hinweis, aber so nicht. Abstimmungen sind keine, Wahlen sind keine. Nein, ich will aber, du hast mich zu mir gefragt, ich habe mich geoutet, jetzt musst du genauso knallhart antworten. Sonst ziehe ich alles retour, behaupte okay, das Gegenteil also, und wähle Kommunisten und Schweizer Demokraten also in einer Listenkombination. Ein paar von den politischen Exponenten, die zur Wahl stehen, wissen, was ich gewählt habe. Aber
Ich finde die Anfangsdialog sehr richtig. Wir sind ja schließlich in der Entertainment-Branche. Wir sind für alle da, ob rechts oder links. Mhm. Und darum soll da nicht durch irgendein politisches Statement irgendeine Tendenz entstehen, was wir wählen. Weil dann enttäuschen wir auch die andere Seite. Du bist aber schon eher ein bisschen der Sozialist. So, wenn ich jetzt sicher sage. Null. Also, das hätte ich mal gesagt, das hätte ich mal ausschließen. Ich bin sicher nicht der Linkste. Also gut. Ich bin sicher nicht der Linkste. Also, und SVB, also ganz rechts. Ich bin nicht der Linkste. Es geht ja in der Sendung um Aufklärung, nicht um Wahltipp. Wichtig ist, dass ihr genau wisst, liebe Hirsche und richtig Hirschkühe und wer auch immer sind, tönt richtig wählen. Ich bin mal Staatskundlehrer gewesen, notabene, einfach, dass du weißt. Das ist aber schon sehr lange her, wie wir jetzt werden merken, unseren kleinen schon Öhrlichen. Staatskundentest. Nein, wirklich, Staatskunde. Gut, aber das waren Gewerbeschüler gewesen. Nein, Handelsschule, es war Handelsschule, Handelsschule Öhrliche. Wo du und, Lehrer bist? Ja, Geografie, Wirtschaftsgeografie und Staatskunde habe ich gegeben. Das ist gesagt, das ist eine Polit-Satire-Sendung. Ja, wie so ein bisschen witzig. Auf jeden Fall, wenn man dann ums Panaschieren gegangen ist, dann haben natürlich die meisten irgendwie als Getränk gedacht und alles andere als an die Wahlen. Es ist hochspannend. Was ist Panaschieren? Panaschieren, es gibt ja verschiedene Sachen. Wir wollen doch vorher anfangen, wenn wir nicht vorher anfangen. Bitte, ja, wenn du anfangen. Hast du eine Dramaturgie in dieser Sendung? Die Message von dieser Sendung bitte. Ist, der Barack Obama hat es mal geprägt. Yes, don't boo, vote. Und ich glaube, das ist schon nicht immer nur motzen, sondern gehen wählen. Da kann man mitbestimmen. Und die oben, die zu Bern oben, die machen logisch, was sie wollen, aber wir können es beeinflussen. Also, es gibt ja das eine wunderbare Beilage, muss ich jetzt mal sagen, wo wir mit unseren Steuergeldern gezahlt haben, auf wahrscheinlich wirklich nachhaltigem Papier, Recyclingpapier, würde ich mal sagen. Was hat er noch Werbung gemacht dahin? Ist das richtig? Was hat er noch Werbung gemacht? Das geht aus den Autos. Aha, nein, gut. Also, liegt euren Wahlunterlagen bei, die Wahlanleitung ist getarnet als Information für Erstwählerinnen und Erstwähler. Aber es ist so manchmal noch dankbar, wenn man mal reinschauen kann, wie das geht. Es ist nicht ganz einfach. Also man kann natürlich, das ist das Einfachste, man kann natürlich eine Liste, die ihm zusagt, von einer Partei, einfach rausreißen, in die ins Kuvert reinstecken, Wahlausweis, Stimmausweis unterschreiben, nicht vergessen, die Liste in separaten, gelöcherten Kuvert zukleben. Unsere Leute haben wirklich einen IQ, den du einfach nicht unterschätzen darfst. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, oder, wenn man Partei so zusagt. Genau. Also. Du bist ein Parteiwähler. Genau. Und dann gibt es natürlich für die Leute, die nicht nur eine Partei, sondern eine Personenwähler sind. Also zum Beispiel der Ständerat ist eine Personenwahl. Da musst du den Namen aufschreiben. Und der Nationalrat ist eine Parteiwahl eigentlich in der Regel. Und das heisst, mit anderen Worten, im Nationalrat tust du ähnliche politische Tendenzen natürlich festlegen. Im Ständerat kannst du natürlich auch ein bisschen auf Person gehen. Wie? Du hast vorher gesagt, unsere Zuschauer kommen raus. Da müssen wir nicht bei Adam und Eva anfangen. Also gut. Also das blaue Zettel ist für Ständeratswahl. Dort müsst ihr den Namen, Vor- und Nachnamen und irgendwie eine Berufsbezeichnung. Also Marc Jäcki, zum Beispiel, jetzt ist uns leider nicht zu der Wahl, aber Rudi Nose, Daniel Josic im Kanton Zürich, ich kenne sie vom Kanton Zürich. Aber kann jetzt nicht einfach, musst du auf der Liste stehen, das musst du schon, du musst die anwählen. Bei den Ständeratswahlen, Irrtum vorbehalten, musst solche, die zur Wahl sind, aufschreiben. Okay. Bin ich ganz sicher. Nationalrat kann eigentlich jeder mündig, volljährige Stimmbürger kann eigentlich dort gewählt werden. Sogar du? Theoretisch sogar ich. Das ist theoretisch das sogar ich. Wenn ich so das Parlament anschaue, habe ich das Gefühl, ich wäre nicht der Dümmste. Du könntest wenigstens schnurren. Also er könnte wenigstens schnurren. Also, die könnt aber auch eine Liste nehmen von einer Partei, die euch sympathisch ist. Und dort die Exponenten, das habe ich zum Beispiel gemacht, die euch nicht so sympathisch sind, die das Gefühl haben, die vertreten euch nicht gut oder die tun dieser Partei keinen Dienst, die könnt ihr durchstreichen. Und für jede durchgestrichene Person könnte man dann von einer anderen Liste einen anderen Namen drauf tun oder von dieser Liste jemanden zweimal drauf tun. Aber dann muss man zwingend jemanden streichen, sonst hat es ja keinen Platz drauf. Also ganz wichtig, zweimal könnt ihr euren Lieblingskandidat auf die Liste drauf tun. Das kann man zum Beispiel machen. Das wäre oder eben kumulieren ist zweimal. Panaschieren ist mischen. Du kannst die Liste natürlich mischen. Es hat am Schluss übrigens auch noch eine ganz leere Liste, wo man selber zusammensetzen kann. Es ist so spannend. Es gibt ihm das Machtgefühl. Ich habe es letzten Sonntag ausgefüllt, meine Wahlunterlagen. Ich habe es ein bisschen zelebriert mit einem Glas feiner Rotwein. Ein Kerzenschein. Wunderschön. Ich habe dort ausgebreitet und habe mich ein bisschen gefühlt wie ein König, der jetzt hier bestimmt, wer
mich vertritt in Bern. Es hat mich erstaunt, dass du alles Frauen drauf hast auf dieser Liste. Bei dieser romantischen Stimme, es ehrlich gesagt. Extrem viele Frauen, denke ich. Die Wahlplakate, anschaust du überall, es hat sehr, sehr also ich glaube, dieses Jahr werden wir definitiv natürlich einen massiven Frauenanteil haben an den Neuwahlen. Das ist übrigens, wenn es ein bisschen komisch steht, ja, genau, der Hund. Ja, genau, übrigens, wir wählen die Partei. Also, nein, was mich erstaunt übrigens, vielleicht haben wir auch geschaut, so die Plakate, die sind wirklich sehr, das ist natürlich ein Psychologe und das ist wirklich Soziologe und alle, die haben da wirklich mitgemacht. SVP zum Beispiel, Plakate, sind sehr hell gehalten. Ist das so? Und oftmals hast du zwei Frauen und in der Mitte einen Mann. Also es ist noch lustig, muss man mal die Psychologie anschauen, wie die spielt, oder? Und die Leute, meistens ein weißes Hemd, die Frauen eine weiße Bluse, sehen sehr unbefleckt aus, sehr frisch, sehr sandbar. Also sie machen sehr auf super, sagen wir so. Das ist jetzt meine Empfindung. Die FDP eigentlich wie immer. SP ist mir, ich weiss nicht, mir ist die SP-Kampagne nicht so aufgefallen. Ein bisschen weniger präsent, das stimmt. Die CVP ist ganz ins Internet gegangen. Die haben gesagt, wir sind modern. Wir sind zwar eher so eine bittere Mitte-Partei, ein bisschen schwammig und so, aber wir sind modern, wir machen keine Print-Werbung, keine klassische Werbung, wir gehen voll online. Und das haben sie auch gemacht mit einer meiner Meinung nach verunglückten Kampagne. In dem, dass sie so Google gefüttert haben, dass wenn du zum Beispiel Mauro Duena von der SVP eingibst, kommt zuoberst Mauro Duena, aber von der CVP, und die sagen dann, warum man den nicht wählen darf, was der alles Böses will. Okay. Das ist eine verunglückliche Partei, weil alle haben dann geredet über die anderen und über die CVP. Ich bin kein einziger CVP-Kandidat. Ja, okay, hat mir aber auch ein böses E-Mail von der CVP-Exponentin eingebracht, wo er schlussendlich vorgeschlagen hat, ich soll doch sie wählen. Sie haben durchaus ein Parteiprogramm, das ich mal irgendwo gesagt habe, für mich nicht schwierig zu erkennen. Oder? Ja. Weil die machen Werbung gegen andere, bashen. Die eigenen Leute und das eigene Programm ist eigentlich zu wenig im Mittelpunkt, finde ich. Das gehört nicht zur CVP, es gehört eher zur SVP oder Bäschen und so. Egal, ich muss ehrlich sagen, ich weiss nicht, was du empfunden hast. Ich habe auch jetzt den Wahlkampf flau gefunden bis jetzt. Ständeratswahlkampf finde ich spannend. Spannend, ja, aber der hat es natürlich super. Interessante Leute dabei, oder? Also das sind wirklich interessante Leute. Spannend auch da jetzt zum Beispiel Ständerat für Zürich, oder? Wir sind ein bisschen in Zürich daheim. Wir sind entschuldigen, liebe Berner, liebe Basler, liebe Oberländer, Unterländer, Innerschweizer, Tessiner, Welschi. Aber Zürich sind natürlich schon spannende Leute. Wir sind natürlich ein bisschen Zürich abonniert und können natürlich vor allem über den Ständeratswahlkampf in Zürich schauen. Was noch interessant ist, bei Radio 1 haben wir einen Gesichts- und Mimik-Ausdruck und Mimik-Experten, den Mike Werder, eingeladen. Grossartig. Ein Typ, der das nicht esoterisch macht, sondern wirklich nach psychologischen Kriterien. Und man hat Wahlplakate von einem Ständeratskandidaten genommen und das Bild von denen verglichen mit ihrer politischen Aussage und geschaut, ob der Gesichtsausdruck mit dem, was sie sagen, übereinstimmt. Ja. Und das sind hochspannende Sachen. Und das zeigt, hat mir irgendwie auch ein bisschen bewusst gemacht, wie wichtig das ist bei diesen Plakaten, die man sieht, wie du drin wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die sind so, genau. So ein bisschen Schnellschüsse zum Teil, auch kannst du noch schnell herstellen, machst schnell ein Foto. Nein, so. Es ist eben wirklich wichtig. Die sind total gestellt. Das ist wirklich, ich bin überzeugt, das ist ein Psychologe, das ist ein Soziologe, da ist ein, also was auch immer da drin ist, das sind Fotografen, die haben einfach ein extremes Kenntnis. Und nein, ich glaube nicht bei allen. Ich glaube zum nicht bei allen. Aber wenn man es professionell macht, finde ich, musst du es machen. Und dann musst du wirklich genau das Bild nehmen, das genau deiner Partei und deiner Einstellung entsprechend, eben. Erstaunlich war noch beim Daniel Josic, dem Ständeratskandidat von der SP bisherigen, der in allen Wahlumfragen oben ausschwingt, der ist so sicher wie gewählt. Darum kann man jetzt da irgendwie auch mal etwas kritisch anmerken. Dort hat er gefunden, der wirkt immer ein bisschen unglücklich auf den Photonen. Er wirkt so ein bisschen, als wäre es ihm nicht wohl in dieser ganzen Sache. Und das hat mich noch beeindruckt. Das ist auch mein Empfinden, als ich jetzt den angeschaut habe. Zum Beispiel der Noser zum Beispiel. Galadé zusammen war. Das ist vielleicht auch nicht einfach. Der Noser zum Beispiel ist für mich ein anderes Thema. Oder? Der ist eigentlich so gut wie gewählt, oder? Wenn man jetzt mal, ich finde, der kommt her, aber grundsätzlich, ja, es ist, wie gesagt, ich habe noch niemanden gewählt und ich muss noch drüber gehen, wer ich da wähle.
Ich glaube, es gibt einen zweiten Wahlgang. Ja, das ist auch möglich. Ständeratswahl gibt es einen zweiten Wahlgang. Polyprognose. Dini, komm zum Abschluss noch schnell von dieser Wahlsendung, die euch sicher extrem weitergeholfen hat. Vielleicht noch schnell eine Wahlprognose, Nationalrat, Sitzenverteilung, so ungefähr. Ja, ich kann einfach Prozent sagen, plus, markantes Plus für Grün und Grün-Liberal. 0-0 wird FDP sein, minus wird SP und SVP sein. Ja, geht wahrscheinlich in die Richtung. Wobei habe ich das Gefühl, die SVP ist mir jetzt fast ein bisschen schlecht geredet worden in letzter Zeit. Könnte es sein, dass die vielleicht noch Überraschungserfolg machen, nicht so viel abgeben, wie man das Gefühl hat? Ja, ja. Also sie hat natürlich ein extrem höchst. Man muss einfach sehen, wenn die Grün-Liberal. Oder wenn jetzt die 1% abgeben, ist es eigentlich schon fast ein Erfolg. Ich glaube, die ganz grosse Verlierer wird sein BDP. Ich habe das Gefühl, die wird jetzt demnächst ganz verschwinden. Ja. Die Partei braucht es meiner Meinung nach auch nicht. Sorry, Michel Renaud, ehemalige Arbeitskollegin, die kandidiert für Bern, für den Nationalrat. Grossartige Frau, grossartige Politikerin. Falsche Partei wahrscheinlich. Es gibt falsche Parteien und die Leute, die in der falschen Partei sind, zum falschen Zeitpunkt. Es gibt auch Leute, die. Du, schauen wir am 20. Oktober. Wir sind gespannt. Und es ist doch schön, dass man in so einer Demokratie, direkter Demokratie, über so etwas, eure Trash-Sendung, kann wie erst mit Pfeffer ist, kann reden. Und den Leuten erst noch wahnsinnig helfen. Ich glaube, wahnsinnig geholfen. Ich glaube, es ist sehr cool. Hey, Marc, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich danke dir ganz herzlich. Hey, wir wünschen euch eine ganz schöne Zeit. Geniessen es und wir sehen uns in einer Woche wieder. Hier ist mit Pfeffer natürlich jederzeit online. Auf Facebook, YouTube und natürlich auf dem Schweizer Wetterfernsehen. Auf einem grossen Bildschirm könnt ihr uns anschauen. Eine schöne Zeit und bleibt gesund. Don't boo, vote.